Da ist sie, unsere Dschungelkönigin der Herzen, Olivia Jones. Moin. Wie kriegt man so ein unglaublich fantastisches Outfit zusammengestellt? Jeden Tag Sport und dann kann man ja alles tragen. Und das ist ein Party-Outfit, wo ich ganz schnell draußen bin, weil ich bin ja heute so ein bisschen auf der Suche, weil hier sind die ganzen Rockstars. Heute wird ordentlich abgefeiert, da bin ich schon gespannt. Wer würde dir denn hier am meisten gefallen vor den jungen Herren? Also ich würde, den sehe ich denn, ich würde ganz gerne mal ein Tänzchen mit Philipp Rösler wagen. Das fände ich süß. Oh. Der geht mir ja gerade bis zum Kniekehlen. Das fände ich wirklich lustig. Ist der heute hier? Ja, der ist da ganz hinten. Das ist ja das Schöne, ich sehe alles. Ich würde sagen, entgeht nichts. Ich würde sagen, vielleicht können wir euch ja zusammenbringen. Ja, versucht das mal. Der kommt auf jeden Fall da vorne. Ja, ich tue hier mein Bestes und vielleicht klappt es ja. Olivia, ich muss sagen, diese Haare sind ja wirklich ein Traum. Ja, das ist so eine Art Kaffeewärmer. Ist ganz schön heiß. Wirklich? Ja, das ist nicht einfach. Aber mal gucken. Vielleicht kann ich ja absetzen. Ist ja schön. Olivia, eine Frage noch. Ja? Ist Joey heute auch hier, Joey Heindle? Ich weiß es nicht. Der ist im Moment etwas überfordert, weil er so viele Jobs hat und so ein Hype um ihn ist. Das letzte Mal habe ich ihn vorgestern gesehen und da habe ich ihm gesagt, er sollte mal eine Woche Urlaub machen. Aber so wie ich ihn kenne, wird er heute mal auftauchen. Ja. Olivia, dann würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Also wenn man so aussieht wie du, kann man nur einen geilen Abend haben, oder? Ja, das hoffe ich doch mal, ne? Ich gucke. Viel Spaß. Okay.